Hellblade: Senua's Sacrifice. Denn so bietet, mir geht es wie immer erstmal um das Tutorial. In den Optionen habe ich die Musik auf 10% gestellt, weil jedes Mal, wenn das lauter war, dann habe ich die Urheberrechtsverwarnung gekriegt und so, hat zwar keine Auswirkung auf mein Konto, aber dann wurde das stumm geschaltet oder was auch immer und das muss ja nicht sein. Also machen wir es ohne Lala, ne? Aber man kann mit Controller spielen. Ich habe ein Gamepad hier dran, eine Xbox 360 Dingenskirchen. So, dann wollen wir mal gucken hier, ne? Hat er jetzt ein Foto gemacht? Ich habe jetzt auf Foto geklickt. Ich habe doch hier so ein Stream Deck, ne? Das ist geil, das Ding. Ne? Weil sonst kann man überhaupt nicht richtig streamen. Man braucht auch schon einen zweiten Monitor, wo man immer gucken kann, was jetzt wirklich übertragen wird. Sonst hat man keine Kontrolle darüber. Ne? Da gibt es einen im Internet, der das richtig gut macht. Den habe ich auch verlinkt auf meinem Kanal. Aha, jetzt hat er Screenshot gespeichert. Aber von was? Von der Sonne jetzt hier, die hier aufgeht oder der Mond, der untergeht? Keine Ahnung. Hello. Who are you? Who are you? Welcome. You're safe with me. I'll be right here, nice and close, so I can speak without alerting the others. Let me tell you about Senua. Das sieht ja gut aus, ne? Her story has already come to an end, but now. Hat die da hinten den Kopf hängen? Nee, ne? Doch. What's happening? It's breathing. Dead. It's breathing. It's breathing. He knows she's getting closer. He can feel her coming closer. She's getting closer. They're watching. They're watching. They're watching. This is a journey deep into darkness. Be no more stories after this. Das ist gut gemacht. What is she doing? Why is she doing this? They're watching. Why isn't she coming? She's doing this for him. She's coming now. He's already there. I can feel you coming. Seid leise. How rude of me. I never told you of the others. You hear them too, right? They've been around ever since the tragedy. That's not quite true. Some are old, some are new, but they've changed. Schiffsfriedhof. I think the darkness changed them, just like it changed her. Netter Anfang so, ne? Was wackelt das so ein bisschen mehr? Can you see them over there? Why isn't she looking? Der Kopf. You promised you can. Yes, it is real after all. Hell, davon kommt der Name Hölle. The land of mist and fog. Oho. The place the Northmen call Hell. Go back. Da hängen noch welche. Die Felsen sind behauen. Ja, ist doch auch noch nicht schlecht, ne? Schrift kann ich überlesen, aber nicht verstehen. Dies ist keine Ruhestätte. Can you see them? Can you see them? They're going to do that to you. They're watching. Stop. Can you see them? Gar nichts. Das macht alles das Skript. They're watching her.
gibt's gleich irgend so einen Knall, so wie das in Gruselfilm ist, ne? Boom! Dann steht so eine Fratze vor dir. Aber solange der Vorspann noch nicht vorbei ist mit den ganzen Protagonisten, die da mitgewirkt haben, da haben wir noch ein bisschen Zeit, ne? Haben wir noch ein bisschen Kaffee trinken, ne? Apropos. You might try and ignore it, turn away. But it's always there, just out of sight. Also gut gemacht, der Stereoton, der wandert auch so von einem Ohr zum anderen. It knows that just enough light. Ja, ja. Boah, da sind ja noch mehr. Er denkt sich sowas aus. So. Aber Hitchcock ja ein Engel gegen. Kennt ihr überhaupt jemand noch Hitchcock? Bei Melina Jürgens. Aha. Deswegen sah das Gesicht ja echt aus. But it isn't bravery that drives her. Bravery only means something to those afraid of death. Antoniades, klingt so spannend. Fear runs far. Far deeper. Jetzt gehen wir gleich in Land, oder was? Kann ich nicht sehen, wo sie hinfährt. Doch, jetzt guck. Ich nehme schon mal den Controller in die Hand. Meistens gibt es so einen kleinen Ruck, wenn man denn selber dran ist, ne? I know what she's thinking. I hear her thoughts. It's not too late to get into the boat and go back. No one will judge her. No one will ever know. Oh, she heard us. There's no going. Jo, du bist so dumm. So, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Fenua pushes away a world that conspired to cause so much suffering. There's nothing to go back to and worse to look forward to. Why don't you join us? Maybe you too have a part to play in this story. Maybe. Siehst du, jetzt bin ich dran, jetzt bin ich dran. Jetzt gucken wir erstmal, was das denn hier ist. Use your eyes. Use your eyes. Come on, closer. She can't focus. Why can't she focus? Take a closer look. Oh, gibt's nix. Kann man nicht machen, aber egal. Was haben wir denn hier noch? Gucken wir uns mal ein bisschen um, ne? Mal irgendwas sammeln hier oder so. Die Leichen wollen wir auch nicht rumlaufen. Na denn. Ja. Also ich mache das ja dann immer gerne so, dass ich mal so ein paar Tasten drücke. Ah. Pause. Allgemeine Steuerung. A für interagieren. Rennen. Fokussieren, bewegen. Gut, das ist ja schon mal was, ne? Wir suchen hier eine Anleitung. Fotomodus. Aha. Steuerkreuz nach unten, Kampfsteuerung, Schnellschlag, wow! Blocken auswählen, das kann ich mir alles schon wieder nicht merken. Hier Fortsetzung, Steuerung, Ton, aber nicht speichern, ne? Und der Knopf hier, der hat keine, naja gut. Ja, ich dachte, ich könnte vielleicht speichern, ne? Aber ist wohl noch zu früh hier, ne? Schleichen wir hier mal ein bisschen rum. Gut, der Spieler wird geführt, der kann irgendwo anders lang als hier. Jetzt muss er hüpfen. Oder geht wieder so rüber? Ah, geht so rüber. Frage beantwortet. Dankeschön.
Das ist ja gruselig. Ja. She's coming. Kann ich die mitnehmen? Nee. Leider nicht. Dieses Mal nicht. Na guck, wo Glück gehabt. So, jetzt ist wieder das Spiel drin. Ein Drachen? Hellheim. Es ist da drin, ich spüre ihn. Der Fluss der Klingen. The river of knives across which lies the halls of hell. The place they call Hellheim. Kannst du ihn nicht retten? Where are you? I hear you. Ach, ich kann ihn hören. There's no doubt about it. The source of the darkness is in Hellheim. And the goddess Hela holds his soul there. My dear beloved, Dillian. So, bin ich wohl wieder dran, schätze ich mal, ne? Jetzt, wo der Kreisel sich gedreht hat. Mal sagen, sehen wir da mal hin. Das sieht irgendwie so aus. Da oben kommen wir da nicht rauf. Sie muss es versuchen. Ja, auch hier wird der Spieler geleitet, ne? Das ist also der Höllengrund wahrscheinlich, Hellheim. She forgets too. Come on, you will. But she does remember that only the dead may cross it. That part wasn't so easy to forget. The old fool said there was a hidden path up to it. Let's see, shall we? Wollen wir mal sehen, ob es eine verborgene Pfad gibt? Ja, eher nicht, ne? Könnte aber sein. Na ja, gehen wir mal weiter. Wo wir da jetzt lang gehen oder an der Brücke, das ist die Frage. Wir gucken uns hier mal ein bisschen um. Hat alles so keine Wirkung hier.
gibt's ein paar, ne? So, jetzt habe ich einen Screenshot gespeichert. So, dann gucken wir mal, ob wir da hochgehen. Was ist denn das hier? Das sind vielleicht so Steine, so Spawnpunkte, wo man dann wieder auftaucht, oder was? Keine Ahnung. Guck mal, A, B, C, D, F, G, H, J, nichts. Aber ich hoffe ja, dass das, wenn es aufleuchtet, dass man sich da registriert hat, quasi, ne? Ticket gibt es ja nicht. Das sieht doch ganz gut aus hier. Hallo. Aha, mit A und dann den Klöppel nach oben gedrückt. Das ist der Weg. Sechste. Yay. Oh, das mag ich ja nicht, sowas. Ich sehe ja gar nicht, wo ich jetzt bin. Und das macht sie fast alleine, das ist schön. Oh. Da bin ich aber auch froh, du, sag mal. Das ist ein Tau. Tau können wir immer gebrauchen, aber... Tatsächlich. Auf A gedrückt und zack, hat sie mir die Arbeit abgenommen. Der verborgene Pfad, ich sag's doch. Wir haben ihn entdeckt. Ah, guck mal, da steht auch schon Helheim dran. Dann kommen wir doch genau richtig. Aha, das kann ich nicht so machen. Berühre es! Don't kill me. I'm not one of them. Don't listen. I was just hiding. I find I live longer that way. Yeah. Don't listen. Bastards catch me again. Never. Wait. Are you? It's just a memory. Truth? Old fool. Oh, dass man da immer noch Husten hat in Helheim. It's good to see you again. You kept your vow. To guide you in this life and the next. I will tell you my stories of hell, if I may walk with you. May walk. Tell me your stories again, old friend. I'm listening. The runes seal the gates to hell. Focus your inner eye, and you too will see. Fokussiere dein inneres Auge. Jetzt hat er gespeichert. You have to take a closer look to see. Why isn't she focusing? She needs to focus now. She needs to use her eyes. Wie fokussiere ich denn? Aha. I can see one. Find one like it to open the gate. Soll ich die finden? Wie soll ich die jetzt finden hier? Diese... Das M, das alte M, das alte runische M. Aber wo soll man sowas finden, ne? Da drin oder was? Ich will nochmal gucken. Das fokussiert immer nur da drauf. Ja.
Da muss ich denn, das sieht man so, kann man das so erkennen, so dass das ja so ganz leicht, ne? Da ist das Zeichen. Das müsst ihr dann also so drauf passen und dann geht der Tor auf. Hier irgendwo drin. Oh, nett, dass sie den Spieler erinnern, wie das Ding aussieht, ne? Ja, finde ich. Dann will ich aber nicht den ganzen Weg wieder zurückgehen. Focus, and you will find it. Fokussiere dich, du findest es hier. Gehen wir doch da nochmal hin und schauen wir mal. Da könnte das vielleicht bei sein, ne? So nicht. Das sehe ich jetzt erstmal so nicht. Andere Seite sehe ich auch nichts. Da könnte was sein. Völlig falsch. Und hier? Das ist so ein Gesicht hier, ne? Nase, Augen, Ohr. Die haben das alles so gemacht, dass du immer denkst, du hast es gleich. Aber das passt alles nicht. Ja, das alte runische M, ne? Das haben die bestimmt hier irgendwo im Dunkeln versteckt. Thank you.
Willst du da hin? Da geht's nirgendwo mehr hin. Da muss ich jetzt also hier wirklich gucken. Dass ich das hier finde, ne? Da. Towards the gate. And the gate will open. Hat sich das jetzt geöffnet, das Tor, oder nicht? Jo. Look so out, ne? Oder kommt jetzt der nächste Buchstabe? Ich bin mal gespannt. The gate is open. Go through the gate. Go through it. It's dangerous. Follow it. Mit A. It works. Yeah. Good. I spent 6 years enslaved in hell. But I watched the Northmen. Learned their ways. I know you did. You listen? When everyone else laughed. My people paid a heavy price. Oh, sag nicht, ich muss mich jetzt noch hier ringen oder irgendwas. Together we will make the Northmen feel our fury. Schrei nicht so mal Ohr, Nordmann. Another voice joins us. Someone's trying to make them go away. Another Jew. Pretend they weren't real. What is that? When we are always here. Okay, das ist einfacher als ich dachte. Das Spiel hilft mir. Ich kann das nämlich sonst nicht so leicht. Ne? Wenn das ein Seil wäre, wäre es leicht, aber so ein dicker Balken. Nein, nein, nein. So, siehst du. Das war wie bei Lara. Lara Kraft, die Tochter von diesem Krafterfinder. I guess it's the same with heights. You can stand on the edge, pretend it's going to be okay. But you know that death is near. Machst du das jetzt alleine oder muss ich dich anschoßen? Okay, ich muss dich ein bisschen anstoßen. Ganz vorsichtig bin ich. Ja. Ich war vorsichtig. Ah, ich darf nochmal. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich das genau gerade mache. Sind wir über die Stelle schon rüber, wo ich eben gerade abgestürzt bin. So, da ist der nächste Kontrollpunkt. Ja, nehme ich mal an, ne? Da geht's nach unten. Muss ich da runter? Ich gucke jetzt mal, was da hinten los ist. Ne, wir müssen ja mal irgendwo hier gucken, ob wir hier nicht mal Gold und Silber finden. Da ist ja nichts. Das ist die Brücke. Ah, da kommen wir jetzt zur Brücke, wenn wir da runtergehen. Will ich mal sagen. Wir hebeln nach unten und dann geht es runter. Das ist gut. Ja, muss man hier wohl auch. Ohne Seil und doppelten Boden kann man nicht das Seil nehmen, ne? Ne. Da vibriert er richtig, der Joystick hier in meiner Hand. Macht die bitte nicht alleine, das ist ja schön.
The fight begins. Die Errungenschaft habe ich gerade freigeschaltet. That looks not good aus. The gate to Helheim divides the living from the dead. Is that the face of Hela herself? The half-rotten goddess that rules over Helheim. Sie muss ihn finden. Whatever horrors lie behind that door, she must find him. Ich kann nichts machen. Jemand ist hier. Die Finsternis. Jetzt los. Das ist Liebe. Bis nach Helheim. Noch einer? Das finde ich aber nicht nett. Wie lange soll das noch gehen hier? Gewesen. Wieder die Fäulnis. It is rot. Die habe ich doch schon And now it has taken hold. It will spread towards her head, the seat of the soul. Ah, Pepe, hallo. Oh, habt ihr ausgeschlafen? All of her suffering will have been for nothing. Müssen wir Kräuter sammeln. Mit der Gruppe Schalengefäll. Aha.
ist ihre Aufgabe vorbei. Jeder Fortschritt ist verloren. Die sagen einem aber auch nicht, wie man kämpfen soll, ne? Wenn ich nicht schon mal vorher geguckt hätte, du, wäre es vorbei gewesen. The hardest battles are fought in the mind. That is what Dillian taught her. Sie mit ihren every Schuhe, defeat, jeden Preis. The dark rot will grow and soon it will take us all. Könnte aber auch gucken, du. And she will fulfill her vow, whatever the cost. Na, was machst du jetzt? Wie kriegst du das Tor jetzt auf? Nur Gottes Feuers und Walram, Gott der Illusionen. First face the gods that guarded. The god of fire, Surt. And the god of illusion, Valravn. Spill their blood to open the gate to Helheim and enter the land of the dead. To Dillian, to his soul. It won't open. How will she get through? Why won't it open? Ja. Wen wird sie zuerst? Ne? Das ist die große Frage, die ich euch jetzt nicht beantworte. Weil ich jetzt erstmal Schluss mache hier. Ich habe ja gesehen, was ich sehen wollte. Ne? Man muss sich da die Kampfsteuerung machen. Ich habe immer hier auf X gedrückt und dann habe ich mal B genommen und dann habe ich Y genommen. Nur RB habe ich wenig genommen und A auch eigentlich nicht, zu wenig. Naja, gut, aber was ich einmal. Okay, ja, ich danke fürs Zuschauen. Wenn du meinst, das war okay, lass doch ein Gefällt mir da oder ein Abo, wäre auch schön. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ne? Jo, es kommen jede Woche wieder Spiele hier auf den Kanal. Ne, und wenn ich so weitermache, dann bin ich vielleicht nächstes Jahr irgendwann durch damit. Vielleicht. Ne, weil ich noch ganz viele Spiele vor mir habe und ich will immer gucken, was haben die für ein Tutorial? Ist es deutsch? Ist es gut? Und wie gefällt mir das Spiel? Wenn es mir gefällt, dann mache ich mir eine Notiz in meiner Excel-Tabelle und dann weiß ich, welches Spiel ich mal weiterspielen will. Und dann brauche ich das Tutorial nicht nochmal durchgehen. Dann gucke ich mir ein bisschen was an, auch von dem Video, was ich aufgenommen habe. Dann weiß ich es wieder und dann kann ich loslegen. Ja, so. Jo, dann sehen wir uns beim nächsten Spiel, hoffe ich. Bis dahin, bleibt gesund. Jo, tschüss.